Ein Jahr als Au-pair im Ausland verbringen, eine andere Sprache lernen und in eine neue Kultur eintauchen. Für viele junge Menschen ein großes Abenteuer. Lisa hat es gewagt. Sie ist Au-pair in Italien. Ich bin Lisa, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Kleinheubach in Unterfranken. Und vor meinem Au-pair-Aufenthalt habe ich das Abitur gemacht und habe mich dann entschlossen, hier nach Italien als Au-pair zu kommen. Lisas Gastfamilie lebt in Lucca und hat sich dieses Jahr als 2-millionster User bei Au-pair World registriert. Zu diesem Anlass haben wir sie in Italien besucht und einen Tag mit der Kamera begleitet. Mi chiamo Fabio Franceschi, vengo da Pisa, ma da qualche anno viviamo a Lucca. Allora, io mi chiamo Katrin Wachsmann, vengo da Monaco, sono 12 anni che sto qui a Lucca. Lisa è la, credo, tredicesima ragazza alla pari, abbiamo avuto sia ragazze sia ragazzi e abbiamo fatto veramente esperienze belle, no? Sì, la prima è arrivata nel 2006, giù, subito maggio. Quando è nato Nicolas. Io sono Nicolas Franceschi, ho 8 anni, questa qui è la mia sorellina, si chiama Lilly e ha 4 anni. Poi noi l'importanza principale la diamo come loro stanno con i bimbi. Se i bimbi li adorano e loro sono bravi con i bimbi. Poi per il resto si cerca sempre di trovare una soluzione che per tutto. Sì. Lisa è una ragazza che è molto, molto tranquilla e molto, molto equilibrata in tutto quello che fa e questo lo trasmette anche ai bimbi. Secondo me è sempre un dare e un prendere. Wer viel miteinander unternimmt und sich gut versteht, kann auch im Alltag viel Spaß miteinander haben. Und die Kleinen geben den Takt vor. Der Tagesablauf beginnt damit, dass ich morgens aufstehe mit den Kindern, Frühstück vorbereite, Schulbrot und dass wir uns dann eben noch eine halbe Stunde beschäftigen. Dann bringt der Papa sie in die Schule und in den Kindergarten. Ich habe dann frei, beziehungsweise kümmere mich ein bisschen um den Haushalt, räume auf und so weiter. Dann ist es meine Aufgabe, die Kinder abzuholen am Mittag, mit ihnen zu essen und sie dann bis abends zu beschäftigen, bis Katrin und Fabio eben heimkommen. Und abends dann ab 7 beginnt meine Freizeit. Für die Kinder steht natürlich immer der Spaß an erster Stelle. Lilly und Nicolas freuen sich über eine große Schwester auf Zeit, mit der sie viele spannende Abenteuer erleben. Sie ist simpatica, gioca tanto con noi, insomma, sie ist simpatica. Poi ci piace giocare a nascondino, guardare con lei un po' la televisione, giocare e tante altre cose. Nei mesi estivi abbiamo scelto di avere 2 ragazze alla pari. In generale anche che noi, io per me, proprio l'estate, i bimbi qui in Italia hanno 3 mesi di vacanza, quindi sono 3 mesi sempre a casa, tutto il giorno. Vista l'esperienza che abbiamo avuto noi con questi anni con l'au-pair, consiglierei a tutti di prendere un au-pair, perché il consiglio che darei alle famiglie è quello di, ovviamente, di essere pronti. Tolleranti, di capire che sono ragazzi o ragazze di 20 anni. Che ben spesso è la prima volta che escano proprio di casa e che c'è tante cose, non sono chiaramente perfetto in tutto quello che fanno. E lì bisogna veramente essere molto tollerante e molto aperta. E bisogna essere pronti, se no forse è meglio non farlo, di farle sentire in famiglia. Perché se non c'è un rapporto familiare, se non sei pronto a farle vivere con te, a farle vivere la tua quotidianità, a farle sentire parte integrante della famiglia, secondo me è bene che non partano neanche, perché rimangono delusi sia le famiglie che le au-pair. Also der Au-pair-Aufenthalt hat mir sehr viel gebracht, auch persönlich. Man hat sich weiterentwickelt, man muss sich zwangsläufig weiterentwickeln, man wird selbstbewusster, verantwortungsbewusster, man lernt für sich einzustehen und auch beruflich, denke ich, hat das Vorteile im Lebenslauf. Meine Erwartungen haben sich voll und ganz erfüllt. Ich bin total zufrieden und ich würde es jederzeit wieder so machen. Fine. Ja.